Als Kind war Sand etwas zum Spielen. Endlos buddeln und Sandburgen bauen. Den Sand habe ich jetzt umgetauscht gegen Blumenerde. Eimer habe ich nicht mehr, aber ganz viele Töpfchen. Zur Zeit meines Großvaters war fast alles Handwerk. Als mein Vater die Firma übernahm, wurde die Mechanisierung immer wichtiger und die Gärtnerei wurde immer größer. Und ich? Ich arbeitete mit Maschinen in einer noch größeren Gärtnerei mit Produktionszahlen, von denen mein Großvater nur träumen konnte. Alles ist auf Vordermann gebracht und es dreht sich um Qualität und Quantität. Deshalb ist die Arbeit mit guten Materialien die Rahmenbedingung Nummer eins. Schauen Sie sich diese Trays an. Darüber wurde nachgedacht. Sowohl hinsichtlich effizienter Herstellung als auch bezüglich qualitativ guter Endprodukte. Man hat auch auf die Plastikblumentöpfe geachtet. Sie entstapeln ganz einfach. So verliere ich keine wertvolle Zeit. Die Details machen den Unterschied. Heute bekam ich eine Anfrage für eine weitere Lieferung. Ich konnte dem Kunden eine positive Antwort geben, weil mein Zulieferer in der Lage ist, meinen Vorrat rechtzeitig aufzufüllen. Sie sind nämlich groß. Die Umwelt ist mir wichtig. Man möchte unsere Erde gut weitergeben. Benutzte Trays werden zur Wiederverwertung gereinigt und die beschädigten Trays gehen zurück zu Desch. Neben unseren abgegebenen Trays werden viele verschiedene durch die Industrie eingereichte Produkte aus Kunststoff genutzt. Daraus werden neue Produkte hergestellt. Das nennt man Recyceln. So hat die nächste Generation auch eine verantwortungsbewusste Basis für ihr Leben. So far so good? Die Entwicklungen stehen nie still. So hatte meine Tochter die Idee, mehr mit Mehrwert und Branding zu arbeiten. Sie hat das Thema intensiv studiert und mittlerweile die nötige Erfahrung. Also wird das jetzt mit berücksichtigt. Nach Rücksprache mit Desch entstanden einige neue Ideen, die auch tatsächlich in die Produktion genommen wurden. Anfangs dachte ich, was für ein Getue. Aber wo ich es jetzt so sehe, eigentlich ist es ganz schön geworden. Gewürze. Lecker. Die zusätzliche Lieferung ist auch erfolgreich verlaufen. Das ist der Vorteil, wenn man mit einer Weltfirma wie Desch arbeitet. Ich frage mich, wie die das alles schaffen. Eine erfolgreiche Firma braucht gute Partner. Das habe ich im Laufe der Jahre gelernt. Nur gemeinsam kommst du weiter.